Hallo zusammen Leute, zu diesem neuen Video. Heute machen wir gemeinsam einen kleinen Ausflug in F1 2018, ein etwas älterer F1-Titel, und man sieht es den Herren hier vorne auf dem Cover schon an, Hamilton und Verstappen, die sehen noch sehr, sehr frisch aus, auch Vettel hier an der Front. Und wir schauen uns heute einen ganz besonderen Modus an in diesem Spiel, denn dieses Spiel hat für die damalige Zeit für F1 2018, also eigentlich noch nicht so alt, sehr, sehr viel zu bieten im Vergleich zu den heutigen Games, auch wenn man mal F1 21 oder 22 dagegen stellt. Wir schauen mal hier in den Grand Prix-Modus rein, denn heute geht es nicht um die modernen F1-Wagen von F1 18, sondern um die historischen Formel-1-Autos, die hier in diesem Game auch schon mit drin waren. Und hier haben wir im Vergleich zu F1 2020, wo ja zum Beispiel auch die Classic Cars mit drin waren, auch einige Autos mit dabei, die auch in anderen F1-Teilen nicht mit am Start waren, wie zum Beispiel hier, wie wir gerade gesehen haben, den 72 Lotus war, glaube ich, nicht in F1 2020 mit drin. Auch der 78er Lotus war nicht am Start. Der Ferrari von 79, der ist auch in F1 2020 nicht drin. Also hier gibt es einige sehr coole Fahrzeuge noch. Falls ihr das Game noch habt, könnt ihr das mal ausprobieren. Also es ist absolut insane, was man hier an Classic-Autos noch fahren kann. Und es ist tatsächlich auch so ein Spielmodus, was sich viele Spieler auch in neueren F1-Teilen wünschen. Hier haben wir den 98er McLaren sogar auch noch mit am Start. Also 18er war tatsächlich ein Teil, wo noch sehr viele sehr tolle Autos mit drin waren. Und wir gehen heute an den Start mit dem Ferrari von 1995. Wo haben wir ihn? Hier haben wir das Dienstfahrzeug von Gerhard Berger und Shaw Alesi, wo wir heute das allererste Mal einsteigen. Für das heutige Rennen gehen wir rein in die Meisterschaften. Und hier haben wir auch die historischen Einladungsevents, die wir kennen von den neueren F1-Teilen. Aber auch die Meisterschaftssaison mit den historischen Meisterschaften. Und hier haben wir sogar noch die alte Punktevergabe mit 10 Punkten für den ersten Platz und einen Punkt für den sechsten Platz. Und da gehen wir rein auf ein Rennen in Hockenheim. Da sind wir. Hallo, wunderschönes Wetter. Wir bereiten uns gerade auf den Auftakt zu einer weiteren Runde der Saison. Zu Runde 3, Hockenheim. Deutschland Grand Prix. Wir sitzen bereit im Ferrari aus der letzten Startreihe. Und jetzt haben wir natürlich in diesem Rennen ein kleines Problem, denn hier werden auch die 1998er Fahrzeuge mitfahren, die doch deutlich schneller sind wie der 95er. Aber gegen die anderen 95er und älteren Boliden haben wir, denke ich, eine Chance in diesem kleinen Rennen. Und wir legen los. Die F1 2018 Ampel geht an. Wir drehen den Motor hoch im V12 und starten dieses Rennen. Vorsichtig losfahren. Nicht, dass wir uns direkt wieder wegdrehen in diesem absoluten Höllenteil. V12 mit 6 Gängen. Und da gibt es den ersten kleinen Crash schon gegen den Williams. Und da... Wow! Junge! Junge, Red Flag, was macht ihr denn? Red Flag, riesen Crash voraus. Riesen... Das muss die rote Flagge geben. Wir müssen dieses Rennen neu starten. Leute, wir sind in einer Kurve auf Platz 7 gekommen. Die Rennleitung hat sich dazu entschieden, die rote Flagge zu zeigen. Das Rennen wird neu gestartet und nochmal versuchen wir es. Gegen eine absolut wilde KI 5 Runden zu überstehen. Junge, ist das krass. Wer hätte gedacht, dass F1 18 so krass und schon wieder Crash. Junge, passt doch mal auf, Leute. Ja, wie krass ist das denn? Wie aggressiv fährt die KI? Hatte ich gar nicht so in Erinnerung, dass die da so krass unterwegs sind. Also die lassen hier wirklich gar keinen Platz. Die nutzen hier jede Gelegenheit, um irgendwo reinzustechen. So, jetzt drehen wir mal den Motor hoch. Wir müssen uns ein bisschen an die 6 Gänge auch gewöhnen. Ins fette Benzingemisch rein, auf die lange Gerade. Da schaffen wir 300 km/h auf jeden Fall. Und vor uns jetzt der Williams von 1996. Den kriegen wir auf jeden Fall, schätze ich. Das sollte jetzt nicht zu schnell sein. Oh, oh, falscher Gang! Falscher Gang, verschalten. 5 Runden, das schaffen wir. Für YouTube, oder? Für YouTube. Einmal Show. Einmal schönes Rennen, bitte. Erstmal vorsichtig losfahren. Vorsichtig rein. In 5. Gang runterbremsen. Gucken, ob das hier alles gut durchgeht. Jawohl, schön. Alle ganz brav durchgefahren durch die erste Kurve. Oh, gar kein Platz jetzt hier. Zu dritt nebeneinander. Da können wir nicht mal mehr rechts innen reinstechen. Also die KI gibt uns hier überhaupt gar keinen Platz, hier irgendwo vorbeizugehen. Oh, da wird es schon wieder ein bisschen eng. Also ich habe so die Befürchtung, dass es hier gar nicht so einfach wird, hier 5 Runden zu fahren. Aber die Classic Cars, es ist schon mal wieder so ein Highlight. Es ist der Wahnsinn einfach. Der Sound. So, und jetzt rechts wieder kein Platz. Wieder kein Platz, um da reinzustechen. Hier können wir uns da in die kleine Lücke rein. Oh mein Gott, war das knapp. So, jetzt nicht verschalten. Schön erster Gang. Jawohl. Let's go. Wir haben bald eine Runde geschafft. Fettes Benzingemisch lassen wir noch drin für die Runde. Gehen nochmal einen Platz weiter vor. Komm, komm, komm. Vorsichtig anbremsen, nicht zu spät. Man muss so krass früh bremsen, das ist insane.
Vor allem die Kurven, aus den Kurven raus, sollte man eigentlich sogar in den mageren Benzingemischmodus gehen oder sogar in den Standardgemischmodus, wenn man sich was traut. Denn es ist nicht so einfach, hier ohne Wheelspin wieder raus zu beschleunigen. So, aber jetzt kommt dieses Mal, wird es ein gutes Rennen. Ich fühl's. Strong Start, sagt Jeff. Das war sehr gut. Wir haben eine Runde. Wir haben eine Runde gleich, Leute. Und wir müssen auf jeden Fall jetzt mal gucken, dass wir hier die Bremskraftverteilung auch ein bisschen weiter nach hinten stellen. Ansonsten blockieren ständig die Vorderreifen. Eine Runde ist durch, jawohl. Nice one. So, und jetzt raus da. Vorbei am Williams 1996. Und hier wird's wieder eng anbremsen. Anbremsen, nicht zu spät. Boah, direkt zwei Positionen fast. Ja doch. Let's go, let's go, let's go. Raus, raus, raus. Boah, beinahe wieder weggehauen. Wir werden natürlich nicht gegen die 98er bestehen können. Die werden zu schnell sein. Aber vielleicht kriegen wir die McLaren und die Williams und vor allem die paar Ferraris, die da noch vor uns fahren. Die werden wir, denke ich, kriegen. Jawohl, sehr gute Sektorzeit. Jetzt hier außen vorbeikommen. Jetzt innen rein, innen rein, innen rein. Boah, ganz frech, ganz frech. Jawohl. Schön überholt. Schön überholt. Let's go, weiter geht's. 15. Platz. Ja, es ist echt Wahnsinn. Wahnsinn, das ist schon eine Challenge. Das ist nicht so einfach, ist nicht zu unterschätzen. Vorsichtig wieder Gas geben. Und wieder geht's. Oh, beinahe in die Bande wieder rein. Und nochmal geht's raus auf die lange Gerade. Sind immer noch im fetten Benzingemisch. Oh, der Motor wird viel zu heiß. Wir müssen runterdrehen. Wir müssen runterdrehen, sonst haben wir keine Leistung mehr. Wir gehen jetzt auf Normal, auf Standard. Boah, ist der heiß geworden. 135 Grad. Müssen wir ein bisschen aufpassen, nicht, dass uns der Motor direkt um die Ohren fliegt. Und machen jetzt gleich nochmal einen Platz gut. Eine Viererkette voraus. Die vier Positionen können wir uns jetzt noch schnappen. In dieser und in der letzten Runde. Das müsste drin sein. Aber weiter wird nicht gehen wahrscheinlich. Nochmal ranfahren im Windschatten. Was macht der Motor? Geht. Temperatur ist nicht zu hoch. Gehen wir nach links. Früh bremsen. Dieses Mal außen vorbei. Außen schönes Überholmanöver. Auf der Außenseite. Und wie wunderbar. Wie wunderbar wieder rausbeschleunigt. Das war Zucker. Das war vom Feinsten. Nochmal hier innen rein. Nee, reicht nicht. Reicht nicht. Ah, oh, wieder verbremst. Wir werden 5 Runden hier überstehen. Komme, was wolle. Wir werden hier 5 Runden schaffen in diesem Fahrzeug. Auch wenn es extrem schwer ist zu fahren, werden wir das überstehen gegen diese KI. Außen geht's nicht vorbei. Aber Cockpit Cam macht halt wieder Bock, muss ich sagen. Also Cockpit Cam ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Vor allem jetzt in diesen Classic Cars ist Cockpit Cam absolut brutal. Und rein geht's. Letzte Runde. Boah, ramm uns nicht. Ramm uns nicht. Wir wollen hier 5 Runden durchkommen, Kollege. Erster Gang nochmal. Ah, erster Gang ist ein bisschen zu niedrig für die Kurve. Nochmal geht's raus. Boah, beinahe wieder weggehauen. Und jetzt in den Windschatten reinkommen. Den 11. kriegen wir auch noch. Wir werden natürlich keine Punkte jetzt hier sammeln, weil wir nicht auf den 6. Platz kommen. Also nicht mal mit einem 10. Platz werden wir hier einen Punkt einsammeln. So, und da sind wir hinter dem Williams. Wir bremsen uns wieder in die Herpin rein. Aber da sind wir. Oh, nein, komm schon. Mann. Aber wir schaffen 5 Runden, komm. Wir schaffen, wir überleben 5 Runden. Wir haben schon einen Rennsieger. Sari auf Platz 1 mit einem 98er Fahrzeug, natürlich. Und wir überleben das Rennen. Das ist die Rache. Die Rache für die Aktion. Auch wenn wir da ein bisschen selber schuld waren. Da haben wir Frontflügelschaden. Komm, den Platz schaffen wir uns auch noch, komm. Ah! Oh Gott, das ist richtig funny. Das ist richtig spaßig. Cool, mega, mega stark. Mega Laune gemacht. Wenn das Adrenalin nach diesem ereignisreichen Grand Prix ein wenig nachlässt, kommen hier unsere Top 3 hinaus zur Siegerehrung. Ein paar Jahre altes Game, was zumindest im Classic-Modus auf jeden Fall zu empfehlen ist. Ja Leute, das war's mit diesem kleinen Ausflug in F1 2018. Hoffe, euch hat's gefallen. Gerne den Daumen nach oben raushauen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.